Liebe Genossinnen und Genossen, die Sozialistische Partei Österreich hat den größten Wahlsieg ihrer Geschichte errungen. Die SPÖ-Frauen fordern die Abschaffung des alten Paragraphen 144. Proteste dagegen bleiben erfolglos. Die SPÖ beschließt im Parlament die Fristenlösung mit ihrer Mehrheit. Österreichs Frauen verdanken Bruno Kreisky sehr viel. Er hat Großartiges für die Frauen in Österreich geleistet. In seine Ära fallen zum Beispiel die Beschlussfassung des Gleichbehandlungsgesetzes, das ein Grundstein für die Gleichberechtigung der Frauen in Österreich war. Durch die Familienrechtsreform wurden Frauen gleichwertige familiäre Partner. Es war nicht mehr der Mann allein das Oberhaupt der Familie. Es wurden Frauenhäuser in ganz Österreich eingerichtet zum Schutz vor Gewalt gegen Frauen. Natürlich auch die Fristenlösung wurde eingeführt und dann nach heftigen politischen Auseinandersetzungen im Strafgesetzbuch festgeschrieben. Mit der Ernennung von Johanna Donald zur Frauenstaatssekretärin wurde die Frauenpolitik endgültig von der Familienpolitik entkoppelt und der Weg war frei für eine eigenständige Frauenpolitik in ganz Österreich. Wir verdanken Bruno Kreisky vieles. Wenn Sie mich jetzt zurückschicken, liefern Sie mich den Leuten aus, denen ich gerade entkommen bin. Kreisky appellierte 1938, ihn nicht in das angeschlossene Österreich zurückzuschicken, sondern nach Schweden weiterreisen zu lassen. Ein Spruch, den Gegner der Asylpolitik der aktuellen Regierung gerne auf T-Shirts drucken. Ich könnte mir das bei entsprechenden Anlässen durchaus vorstellen. Zum Beispiel, wenn es darum ginge, gegen die Abschiebung von gut integrierten Familien oder von politisch Verfolgten zu demonstrieren. Wir stehen ja nicht zufällig vor dem ehemaligen Gefangenenhaus und Gestapo-Gefängnis von Bregenz, wo tausende Menschen während der NS-Zeit inhaftiert waren, darunter auch viele Flüchtlinge, denen die Flucht nicht so gut gelungen ist wie Bruno Kreisky, sondern die in die Hände der Gestapo gelangt sind. Und das hat für viele das Todesurteil bedeutet. Ich möchte aber auch noch etwas zur gegenwärtigen Flüchtlingspolitik sagen und bin überzeugt, wenn man Kreisky dazu fragen würde, dass er vehement eine humanere, menschlichere Politik fordern würde. Im Bereich der Bildung katapultierte die Regierung Kreiskys Österreich endlich in das 20. Jahrhundert. Was bedeutet Kreisky dir als junger Mensch heute im 21. Jahrhundert? Ja, also wenn ich an Kreiskys Bildungspolitik denke, dann denke ich vor allem an die Schülerfreifahrt und die Abschaffung der Studiengebühren, was also Verbesserungen für Kinder aus ärmeren Schichten bedeutet hat. Was natürlich ein richtiger Schritt in die richtige Richtung war. Aber wenn ich mir die Entwicklung der letzten paar Jahre anschaue, dann merke ich, dass es eher ins Gegenteilige umschlagen ist. Dass sogar innerhalb der SPÖ wieder über Studiengebühren diskutiert wird, dass es de facto keine Schülerfreifahrt mehr gibt. Und das sind alles Entwicklungen, die eher besorgniserregend sind, weil die SPÖ verwendet Kreisky oft als einen Anker, um ihre Politik festzumageln. Aber Kreisky ist mehr so eine Art Basis darstellen, auf der sie ihre Schulpolitik weiter aufbauen und verbessern.